November, 8.28 Uhr. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor. Und es ist 8.28 Uhr und wir sind sehr, sehr dicht dran an der Big Number 16.100. Deswegen werden wir die ganz oben als allererstes platzieren. Auf dem rechten Chartbild sehen wir, wir gehen long bei 16.107 oder short bei 16.092. Ja, und wir machen das Bild mal ein bisschen größer und schauen einmal in die Vergangenheit, was waren mit den Blue Boxen gestern los? Da war eine 52er, also so viel gab es gestern nicht auf dem Minutenchart, wie wir sehen. Wir haben gestern hier den ein oder anderen Trade ja platziert und gehen dann auf die linke Seite wie jeden Morgen und blicken mal auf die Vola-Boxen. Was war gestern Nachmittag los? Gestern zu unserer Zeit hier war relativ dicht dran, aber hätte trotzdem funktioniert. Dann gab es hier diese Monsterkerze, wo der ein oder andere Slippage auch reinbekommen hat, weil wir sehen es hier auf 5 Minuten. Die Kerze hat eine Länge gehabt auf 53 Punkte bzw. 53 Pips. Dann sind wir hier nochmal rein und da hat sich ein bisschen hinausgezögert, aber wir sehen, das waren also einige gute Trades gestern auch am Nachmittag, obwohl es relativ ruhig war. Was war gestern die Trading Range? Wir gehen da mal rein. Wie viel hat der Markt gestern gemacht? Vom Tief zum Hoch 85 Zähler. Das ist relativ wenig und wir sehen, wir haben hier immer noch ein Gap. Das Gap hier, was noch nicht geschlossen ist. Das heißt durchaus denkbar, dass wir hier nochmal Richtung 16.000 heute laufen. Der Daily Pivot. Ja, also das sind die Zone 16,22, die können wir vielleicht heute mal im Auge behalten im Chart. Und jetzt gehen wir wie jeden Morgen auch einmal in die großen Zeitebenen rein und wir fangen heute ganz unten an mal und bei Ethereum, obwohl der Markt nicht unten ist, sondern oben ist bei 4.722, 4 Stunden sind wir long, Tageslong, Stunde sind wir an der Grenze, 30 sind wir an der Grenze, 15 sind wir short und 5 auch, aber Tendenz hier ist weiterhin long. Muss mal immer ganz runtergehen, dann gehen wir auf dann Bitcoin. Der hält sich stabil bei 64 aktuell daily long, 4 Stunden long, Stunde sind wir untergetaucht, 30 untergetaucht, 15 untergetaucht und 5 auch untergetaucht. Also hier leichter Druck. So, es geht weiter nach oben zu der nächsten Marke. Und zwar, das ist der Dow Jones auf Daily Long. 4 Stunden sind wir schon untergetaucht, also Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 auch Short. Also da schwächer, definitiv. S&P 500, wie sieht es dort aus? Da sehen wir hier im S&P-Chart diese Zone, wo er letztes Mal gehalten hat. Und wir sind über den gleitenden Durchschnitt long. Auf 4 Stunden sind wir unentschieden. Stunde sind wir short. Und dann müssten die anderen Zeitebenen 30 short, 15 short und 5 Minuten auch short unten abgetaucht sein. Jetzt die Nasdaq Technologiebörse Daily, auch hier ähnlich wie beim S&P, letztes Mal hier gehalten und Daily Long, 4 Stunden schon abgetaucht, Stunde abgetaucht, 30 sind wir Long, 15 sind wir unentschieden und 5 auch unentschieden, also auch leichter Druck. Kommen wir jetzt zum Öl Daily Long und hier haben wir eine Unterstützungszone und wir haben, ich habe das mal auf einem anderen Chart, weil der MetaTrader mir diesen langen Chart nicht zeigt, dann sehen wir hier mal bei OnVista, das ist jetzt ein maximaler Chart, wir befinden uns im Öl hier bei 83,80 und da sehen wir, dass dort ganz weit links genau diese Widerstandszone ist, da bin ich gespannt, ob die jetzt dort gebrochen wird oder der Markt nochmal hier abtaucht in Öl. Also daily sind wir long. 4 Stunden short, Stunde short, 30 short, 15 short und
5 auch Short. Also da brauchen wir noch ein bisschen mehr Druck. Kommen wir zum Gold. Gold Daily Long auf Tagesbasis. 4 Stunde Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Short und 5 Long. Also da ist Richtung Norden die Route. Und jetzt kommen wir zum DAX. Daily Long, 4 Stunde Long. Da sehen wir, er hält sich gegenüber den amerikanischen Indizes. Stunde Long, 30 Long und 15 und 5. Also im Gegensatz zu den amerikanischen Indizes ist der DAX immer noch oben stabil. Ja, aber auf Temperatur. Jetzt die Frage ist, reicht die Luft aus, um nochmal einen Schluck aus der Pulle zu nehmen, um nochmal einen Satz nach oben zu machen? Oder geht es auch jetzt hier mit dem Fahrstuhl etwas tiefer? Wie gesagt, wir haben ein Gap bei 16.000 roundabout, was vielleicht heute nochmal angesteuert werden könnte. Big Number ist platziert und die Vola-Box, wo kommt sie rein im Forecast? Auch da blicken wir einmal auf die Blue Box habe ich hier. Ich bin auch. Habe ich gar nicht drin. Da haben wir sie. Vola Box bei 16.103. Das bedeutet 16.103, das ist ein Big Number Trade. Ja, also Big Number Trade. Jetzt nochmal zu den Spielregeln für alle, die jetzt neu im Club sind. Also, wir treten dreimal die Big Number, wir treten einmal die Blue Box und wir treten die Vola Box so lange, bis sie nicht mehr umsetzbar ist. Das heißt, dann kann man sieht bei der Vola Box, dann fehlt eine Order, ein Kreis, dass man die Order nicht mehr aktivieren kann. Zur Hedge-Auflösung habe ich mir von der sogenannten Masterclass mit Christoph ein Ding mit rübernommen, nämlich die Handelszeit 9 bis 49. Das bedeutet, A, in dieser Zeit zwischen 9 und 49 werden wir einen Hedge-Auflösungstrade versuchen, also mit größerem Risiko mit der Vola-Box. Aber, und das muss hinzukommen, die Vola-Box muss von dem Eröffnungskurs um 9 Uhr etwas weiter entfernt sein. Wie genau? Ich habe für mich jetzt erstmal definiert, mindestens also 30, 40 Punkte, von dem Kurs, dass wir dort dann mit erhöhtem Risiko arbeiten. Wenn der Kurs zu sehr klebt, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch da, dass der Kurs auch erstmal um den Eröffnungskurs hin und her wackelt. MTX, schauen wir mal. MTX gab es ein Long Setup. MTX auf 5 Minuten. Wir sehen es hier, die blaue Kerze. Und wir arbeiten ja, wenn wir mit Swissbox machen, mit einer 15er Box. So, das würde bedeuten, das wäre die MTX-Box, die wir ja auch versuchen. Und jetzt machen wir mal eine andere Farbe. Also hier. Da wäre unser Gewinnziel. Und unten würde die Order dann in Richtung 59 laufen. Wir sind um und bei dem Daily Pivot. Ja, durchaus denkbar, dass wir hier auch die Möglichkeit haben, den Ausbruch zu tätigen. Also hier wäre man in der Box jetzt long. Zielmarke wäre dann die 15er Punktezahl bei 16.104. Es ist sehr früh am Morgen, 8:37 Uhr. Also schauen wir mal bis zur Markteröffnung, ob der Markt hier noch dreht. Ein Gegensignal ist hier auch nicht gekommen und wir haben es ja eben gesehen, auf dem DAX sieht alles sehr, sehr long aus. Durchaus denkbar, dass der Markt hier auch die 15 Punkte zur Markteröffnung angreift. Und 20 Minuten vor, das heißt, ich gehe mit.
So, dann gehen wir hier mal rein. Also, meine Damen und Herren, Master Template X, mein Long Trade hier aus der Range vor der Markteröffnung, 8.39 Uhr. 8.39 Uhr. Ohne abweichendes Ziel. 15 Punkte wollen wir haben. Meld mich dann gleich nochmal. 28 nur noch. Sehr, sehr ruhig. Bin gespannt, ob um Punkt 9 Uhr. 18, 16, wir kriegen sogar eine Blue Box, eine 11er. Gucken mal, ob sie blau wird. 9, 8, 6, 5 und los geht's! So, Big Number wird rausgenommen. Warum? Weil wir links die Vola Box hat, die ist direkt am Eröffnungskurs. So, wir sind, Volabox ist aktiviert und wir sind in der Volabox Short um den Daily Pivot, geringes Risiko. Was macht unser MTX Trade? Ist auch Long. Also MTX ist Long mit der Box. Gucken wir mal. Dass wir legen den Fokus jetzt mal auf die beiden Bereiche hier. Ab dem zweiten Trade wird auf angepasst gedrückt. Auch bei der Volabox geringes Risiko hier. Und jetzt sehen wir, die Rakete startet hier, MTX. Wir sind rechts long. Rechts long. Und gucken, ob es ausreicht. 98, jetzt gleich die Big Number vor der Brust. Ja, wir sind jetzt im zweiten Trade oben, linke Seite und gehen auf angepasst. So, schauen wir mal, ob wir den MTX-Trade nach Hause kriegen. Raus aus dem Trade. Ja, ich nehme mal den Order History Indikator hier mal rein, dann können wir das sehen. MTX. Das war der erste Trade hier diese Woche. Ja, mehrmals jetzt schon diese Form getradet. Und ja, ich verabschiede mich bei den YouTube. Das war der Eröffnungstrade. Der erste heute am Freitag. Wir machen im Live-Trading-Raum weiter. Wir haben eine Vola-Box noch am Start, beziehungsweise ja, eine Vola-Box und wünsche ein schönes Wochenende bis Montag. Montag dann direkt von unserem Live-Seminar. Wir haben Montag bis Mittwoch hier in Hamburg Gäste und Clubmitglieder. Da werden wir 3 Tage hier intensiv üben und freue ich mich da schon sehr drauf.